So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Ja. Wir haben Pius gefunden. Und können jetzt quasi den friedlich... wer bist du denn? Der Mönch, okay. Wir können den jetzt quasi friedlich beseitigen. Das ist schön. Denn ich wollte niemanden töten. Aber irgendwie müssen wir jetzt Blut besorgen. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das geht. Und es gibt auch noch einen Haufen anderer Quests hier im Kloster, die wir eigentlich noch machen wollten. Aber irgendwie kommen wir da nicht mehr so richtig zu. Was haben wir denn hier noch so an Quests? Nächtliches Gelage. Finde heraus, was im Keller vor sich geht. Okay, das können wir nicht machen. Und dann noch die verlorenen Seiten. Also das Einzige, was noch übrig ist, ist das hier. Und ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, was im Keller vor sich geht. Okay, ich habe aber auch tatsächlich eine Fackel. Okay, hier ist die Bibliothek, da wollen wir aber gar nicht hin. Du könntest falsch liegen. Außerdem wird Gott uns schützen. Außerdem wird Gott uns schützen. Na gut, wenn du das sagst. Ich lege mich jetzt mal hin einfach mal, aber tatsächlich nicht bis... tatsächlich nicht bis 4 Uhr morgens. Sondern so bis 23 Uhr. Und werde mal schauen, ob ich hier vielleicht dann... Ich glaube zu wissen, wo ich das Blut bekommen kann. Bestimmt irgendwo in der Küche. So, wir haben nämlich jetzt nachts... Wie gesagt, ich möchte Pius natürlich nicht töten. Ne. Aber wir können jetzt auch noch mal einmal versuchen herauszufinden, was im Keller vor sich geht. Du meinst, wie du was geht denn hier ab? Du hast das gesehen. Also setze dich zu uns oder schwöre uns nicht zu verraten. Du willst doch nicht wie Lukas enden, nicht wahr? Wer ist denn, was ist denn mit Lukas? Ich trinke nichts mit euch, aber ich sag auch nichts. Ich will nicht mit euch trinken, aber ich verspreche, ich verrate euch nicht. Die Jugend von heute hat kein Rückgrat. Aber vergiss dein Versprechen nicht. Nur ein Wort und wir machen dir das Leben zur Hölle. Falls du irgendwann doch die Sau rauslassen möchtest, weißt du ja, wo du uns findest. Okay, also sie sind hier unten am Rillern im Keller. Soll mir recht sein, macht was ihr wollt. Ich möchte einmal in die Küche. Ich denke, da werde ich Blut bekommen, hier hinten in der Küche. Was ist das denn da? Okay, einfach nur ein Zettel. Das denn benutzen. Oh. Ach, guck mal. Warte, bis das Blut am nächsten Morgen eintrifft. Was brauchen wir denn dann jetzt noch? Setzt sich zu den Mönchen an den Tisch. Nee. Töte Antonius, töte einen anderen Novizen, besorge Blut. Nee. Wir könnten uns tatsächlich aber zu denen ans... Aber die Frage ist, was passiert dann? Weil eigentlich, bin ich ehrlich, möchte ich so schnell wie möglich aus diesem Kloster wieder raus. Wobei es vielleicht ganz lustig ist, vielleicht doch was mit denen zu trinken. Wer weiß, was passiert. Aber ich habe Blut bestellt für den nächsten Morgen, ne? Nicht, dass ich das verpasse. Nee, dann, ich muss, nee, komm, scheiß auf die. Ich, geh jetzt einfach schlafen bis zum nächsten Morgen.
Und dann verpisse ich mich aus diesem Fegefeuer der Nachtscheiße da. Also weiß ich nicht, irgendwie, ich find das hier ganz unangenehm. Mir gefällt das hier überhaupt nicht. Geht meine Sattheit runter? Dürft eigentlich nicht, ne? Ich habe doch geskillt, dass sich das nicht verändert, wenn ich mich nicht bewege. Und beim Schlafen bewege ich mich ja offenkundig nicht. Na gut. Okay. Gehen wir mal gucken, ob das Blut schon da ist. Mönch? Bruder Kellerer? Oh jo, wer bist du? Noch ein Mönch. Solltest du dich nicht ausruhen, anstatt hier herumzugeistern? Wer bist du? Noch ein Mönch. Was treibst du hier? Okay, kein Blut da. Na schön. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Dann warte ich jetzt nochmal, wobei es geht jetzt gleich los, ne? Besorge Blut. Ja, das weiß ich nicht. Also ich müsste jetzt hier halt noch in dem Kloster rumspuken, bis weiß ich nicht wann. Und eigentlich, also wie gesagt, ich will eigentlich nur so schnell wie möglich hier weg. Okay, begib dich für das Gebet in die Kirche. Was trägst du da herum? Ach, halt doch die Fresse, ey. Was trägst du da herum? Was ist das wohl? Das ist eine Fackel hier im Gesetz. Das Blut jetzt da? Eigentlich bald kommen. Geh, Novizen dürfen hier nicht sein. Okay, ich bin weg. Okay, ich habe Blut besorgt. Und jetzt? Muss ich bestimmt mit dem reden, oder? Kehre zu Antonius zurück. Ja, der ist bestimmt in der Kirche schon. Ja, wo ist er denn? Da? Den nicht. Hä? Warte mal. What? Map. Ach so. Bruder Joachim. Novize Antonius. Unterhalten wir uns. Hier, einmal den Dolch zurückgeben. Vielen Dank, Bruder. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Dies ist das einzige Erinnerungsstück an ihn. Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. What? Okay. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Okay. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Okay. Das heißt, wir können jetzt nochmal... Wann ist denn die Abendmesse nochmal? Warte mal. Klosteralltag? Das kann ja wirklich kein Arsch lesen.
Ich glaube, das ist um 4, ne? Ja, ich glaube, das ist Nachmittag, das Nachmittagsgebet, ne? Ich glaube, das ist das. Ja. Okay, warte mal. Bis 6 Uhr war jetzt Beten angesagt, ne? What? Du wurdest wo gesehen, wo du nicht hingehörst. Okay. Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Ich muss alles konfiszieren. Der hat mir jetzt den Klosterschlüssel abgesnackt? Okay. Oh shit. Hoffentlich verkacke ich deswegen jetzt die, Quest nicht. Gucken wir doch mal, ob ich deswegen jetzt die Quest verkacke oder nicht. Okay. Was? Leg dich schlafen? Ne, triff dich. Okay, begib dich. Toll, meine Fackel ist weg. Was ist mit dem Schlüssel? Was ist das für ein Schlüssel? Für den Kerker von Ratai? Ich habe also auch den Klosterschlüssel nicht mehr, ne? Scheiße. Das Problem ist, hier sind halt Leute, ne? Habe ich ihm den Schlüssel vielleicht schon gegeben? Könnte sein. Aber guck mal, die gehen da halt jetzt alle rein, so. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal einmal zur Messe. Das können wir auch gleich machen. Einmal warten, einmal gucken, ob ich da jetzt nicht vielleicht gleich reinsteppen kann. Warum zum Fick holt er sich was zu essen, Digga? Es ist Messe. Verdrück dich mal. Alter, könnt ihr da jetzt mal rausgehen? Ich will da rein. Oh, ihr nervt mich, ey. Mann. Und hier ist auf Tee. Wir warten kurz ein bisschen und dann verlasse ich das hier. Wir warten einmal bis hier. Die müssten jetzt immer noch am Beten sein. Es geht ja bis 6 Uhr. Und dann versuche ich da nochmal... Hier ist ein Mönch. Ey, da rennt ja schon wieder einer rein. Hör doch mal auf. Ich muss da hin. Alter, willst du mich verarschen? Ich will gucken, ob der Schlüssel da noch liegt. Verarsch mich doch nicht. Ja, okay, dann muss ich jetzt halt chillen. Und gucken halt, ne? Immer mal wieder, bin ich so unfassbar satt? What? Okay, Speise mit den anderen. Geh mal ohne Seite jetzt hier. Also ich bin ein bisschen stinkig schon wieder.
Nom, 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 nom. Ich würde gerne da hinten rein. Geh mal an der Seite hier. Warum bin ich so unfassbar voll? Der Schlüssel ist hier nicht mehr, ne? Na schön. Ja, dann geht's um, wann war das nochmal mit dem, mit der Arbeit im, Arbeit in der Werkstatt? Zugeteilt von Brüdern Neffler, es ist um 8 Uhr. Okay, das heißt einmal um 8 Uhr. Okay, dann gehen wir jetzt arbeiten. Was muss ich dieses Mal machen? Wo ist er denn? Da, hallo Bruder Neflas. Was möchtest du? Hier, ich bin hier, um zu arbeiten. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute zwei Hahnenschreitränke. Schon wieder? Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Schon wieder Hahnenschreitränke brauen. Hey, Baldrian. Das war zweimal Baldrian. Und viermal Minze. Okay, dann komm. Ja, dann einmal Alkohol in den Kessel. Ach scheiße, ich muss das erstmal vorbereiten, da sagst du ja was. Nee, das da nicht, das da nicht. Das da auch nicht, das nicht. Das nicht, das nicht. Da ist er doch. Einmal vorbereiten bitte. Dann den Alkohol da rein. So, dann war das die Minze zerkleinern. Ne, zweimal Minze zerkleinern. Zerstoßen. Rein damit in den Kessel und das dann für einen Sanduhrdurchlauf kochen, ne? War doch so. Ja, für einen Sanduhrdurchlauf kochen. So, da kocht's. Einmal die Sanduhr bitte. So, dann den Baldrian hinzu. Und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Noch einer. Zack. Perfekt. Dann einmal die Fiole benutzen.
Du hast gebraut Hahnenschreitrank. Perfekt. Das wollten wir doch auch. Was bedrückt dich? Ich habe alles erlebt. Ja, bitteschön. Okay. So, als nächstes ist dann wieder Arbeit in der Bibliothek notwendig. Warte mal, war doch das nächste, was kommt, ne? Ja, um 12. Das heißt, wir spulen da direkt mal hin vor. Und dann haben wir gleich schon das Mittagsgebet. Und danach können wir uns doch schon fast mit dem Antonius da treffen. Oder mit dem Pius, oder wie er da heißt. Aber lass mich nochmal einmal in den Klosteralltag gucken. Also wir haben Gemeinschaftsmahl. Okay. What? Aber wir haben noch nicht ganz 12. Okay, ich verstehe. Okay, das sieht auch aus wie eine einfache Bücherei. Ich weiß nicht, warum man das hier Werkstatt nennt. Also, I don't know. Für mich ist das eine ganz simple Bibliothek. Okay, ab in die Bibliothek. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich hätte da reingemusst, oder? Hier nicht. Da hätte ich reingemusst. Genau, hier drüber ist die Bibliothek. Boah, das wäre überhaupt nichts für mich, ey, so ein Klosteralltag. Junge, ist das langweilig. Okay, Bruder Bibliothekar. Ich bin hier, um zu arbeiten. Wunderbar. Okay, setz dich an den Tisch, fang an zu arbeiten. Wo denn der Tisch nochmal? Hier. Vielleicht kriegen wir das dieses Mal besser hin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, das erste ist... Ich würde sagen, das da, ne? Ja, wir nehmen mal das da. Könnte das da sein? Das wird das hier sein, ja. Und dann ist es das hier. Okay, haben wir auch schon gesehen. Bin fertig. Sakra, das ist ungeheuerlich. Kannst du überhaupt lesen? Belastend. Scheiße. Okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Im Dormitorium. Das ist oben, ne? Ich glaube, das ist da über der... Das ist über der Kirche hier, ne? Das da ist das, das Dormitorium. Das hier, ne? Oder? Ja, kann schon sein, dass das hier ist. Oder vielleicht muss ich... Ne, ich glaube, ich muss hier oben hin. Bist du für ein Tönnis? Du bist ein ganz normaler Mönch, okay. Ich sage dir, jemand ist in der Nacht durch die Korridore. Was? Jemand ist in der Nacht durch die Korridore gerannt? Kann gar nicht sein. Die Dingsmesse ist um 14 Uhr, ne? Die Mittagsmesse. Nachmittagsgebet. Und nach dem Essen sollen wir uns dann mit dem treffen, oder was? 9 Uhr Schlaf und nächtliche Ausgangssperre. Okay. Ja, dann spulen wir bis 14 Uhr vor und dann sind wir dann... Ach, er schon wieder, ey. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Ver... Oh, okay, dann gehe ich ja wieder zurück in die Bibliothek, ey. Scheiß Nervensägen.
Scheiß Nervensägen, ehrlich, ey. Die gehen mir was auf den Sack. Ja, solltest du nicht irgendwo anders sein? Ey, alle Männer Gottes sind komische Käuze. Noch einmal kurz was trinken. Ja, denn warten wir mal, ne? Bis wir die. Hier ein bisschen nach 14 Uhr vorspulen. Wie gesagt, den Klosteralltag müssen wir relativ zügig rumbringen, damit wir jetzt uns gleich mit dem Tönnes treffen können. Hab ich eigentlich noch eine herausgerissene Buchseite? Hab ich. Oh, 7 Stück habe ich. Okay, jetzt fehlen halt noch immer 3. Nun. Spinnennetz, sehr gut. Willst du wissen, was drin ist? Verbotene Schriften, verfasst vom Teufel selbst. Vergiss sie lieber. Hast auch keine herausgerissene Buchseite? Hinten noch eine oder was? Ne, auch nicht. Alter, was ein Wälzer, ey. Das nenne ich mal ein ordentliches Buch. Wann fängt jetzt hier das neue Gebet an, Freunde? Setz dich eigentlich Dingsgebet? What? Vier Uhr nachmittags, lol. Es ist, ne, stimmt, es ist nicht 14, sondern 16 Uhr, wenn das Gebet anfängt. So, ab zum Beten. Okay, dann gehen wir beten. Bis 18 Uhr geht das ja. Und ab dann können wir uns mit dem Antonius treffen. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, was der für einen Plan hat. Da muss ich mein Zeug wiederholen, ne? Oh. Oh, missacht ist dein Tagesplan. Ja, ich gehe ja schon. Aber ich soll nach oben, ne? Ich muss mich mit ihm da oben treffen. Da. Ah, da ist er ja. Perfekt. Okay, bin ready. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast. Okay, also wir bereiten das jetzt alles vor hier. Sehr gut. Und jetzt? Folge Antonius. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin, ey, wirklich. Gepriesen sei Jesus Christus. Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Okay, dann mach auf den Bums. Oh yo, dicker Jump oder was? Hallo, ich würde da gerne hoch, Heinrich. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen.
übergebe dich dem Vogt. Boah. I don't know, mate. Ich übergebe dich dem Vogt. Ich kann dich nicht laufen lassen. Du bist ein Schurke. Was soll das? Hast du mir geholfen, nur um mich dann zu verraten? Tut mir leid, aber du warst dort, als Neuhof überfallen wurde und bist ein wichtiger Zeuge. Ich bringe dich zum Vogt. Gregor, das kann nicht dein Ernst sein. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber sterbe ich, als meine Freiheit zu verlieren. Oh, Faustkampf. Alter, der hat mir dick eine mitgegeben, ey. Okay. Nur kurz. Müssen wir einmal hier weg, nicht, dass er da runterplumpst, Alter. Oh, der gibt mir voll... Alter! Lull! Okay. Man merkt, dass ich keine Rüstung trage. Oh, Bruder! Ey, hallo! Entspannen Sie sich ein bisschen, bitte! Hallo, bitte! Ein bisschen Entspannung! Ich muss einmal Ausdauer regenerieren. Ich bin hier drüben. Okay. Wir bringen ihn jetzt zum Vogt. Skü. Und dann müssen wir unsere Sachen wiederholen. Vielleicht kann ich ja hier was Gutes für ihn tun. Ja, sehr schön. Da haben wir doch den nächsten. Das ist einer der Männer, die Neuhof überfielen. Er sollte dir etwas Nützliches erzählen können. Doch ich müsste dich um einen Gefallen bitten. Er sollte versteckt gehalten werden, damit seine Spießgesellen nicht wissen, dass er hier ist. Gute Arbeit. Den Gefallen tue ich dir. Ich werde ein hübsches, dunkles Plätzchen für ihn finden, wo ihn niemand hören wird. Und da wir schon dabei sind... Ich lasse deine Habe herbringen. Warte hier einen Moment. Ach, das ist aber nett. What? Ah. Oh, ist das schön. Ich hab mein ganzes Zeug wieder, ey. Wunderbar. Guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Direkt erstmal den ganzen Scheiß hier ablegen, ey. Warte mal, was war denn das hier? Achso, ne, never mind. Die Bunthaube. Ah, guck mal, wie toll, ey. Und ein paar braune Beinlinge. Davon habe ich 2 Stück, ne? Ja, guck mal, das kann jetzt mal schön rüber. Das kann mal schön rüber. Einmal die braunen Beinlinge rüber. Ah, da fühle ich mich doch gleich viel wohler. Jetzt kann er nochmal meine Waffen hier wieder anlegen. Und wir sind wieder ausgestattet, Freunde. Wir sind wieder ausgestattet. Sehr schön. Wir sind zurück. Genau, triff dich beim vereinbarten Treffpunkt. Und das werden wir machen, Freunde. Das werden wir machen. Aber vorher müssen wir einmal... Er hat mir ganz schön eine mitgegeben hier, der Tönnis. Ich bin jetzt gerade mal einmal, wie viel? Ja, das sind doch meine 22.000 wieder. Nee, Quatsch, wie viel Uhr haben wir? 20 Uhr. Quatsch, warte mal, ich will mal einmal zur Rattaya Mühle schnell reisen. Wo kann ich von hier aus nicht schnell reisen? Was soll das denn? Okay, also wir sind auf einem guten Weg, meine Damen und Herren. Ich glaube, so viel ist es tatsächlich nicht mehr, bis wir den Kollegen treffen, der für die ganze Scheiße verantwortlich ist. Hallo, Theresa. Ich habe etwas habe ich von Onkel Peschek. Nochmal, Dietriche, okay. Kannst du meine Kleidung nähen? Ich hab, dass das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Wo hast du eigentlich den Hund her? Ist nicht schwer? Wo hast du den Hund? Erkennst du ihn denn nicht? Köter, der Hund vom Skalitzer Fleischer. Ah, natürlich.
Als ich dort war, um meine Eltern zu begraben, bewachte er seine Leiche. Ein treuer Freund. Warum ist er hier? Als wir dich hierher karten, nahmen wir ihn mit. Seitdem treibt er sich hier bei der Mühle herum. Okay, wie geht's ihm? Deutlich besser. Ich werfe ihm Fressen. Ja, okay, sind natürlich. Weil es sind natürlich ordentlich Quests jetzt fehlgeschlagen. Und was denkt der Müller über den Hund? Was denkt der Müller über den Hund? Nicht. Wie das? Wenn er ihn sieht, brüllt er und sagt, dass er nun noch ein Maul zu stopfen hat und ihn häuten wird. Ah je. Der Arme. Das änderte sich auch nicht, als Köter einen Hasen aus den Wäldern brachte. Gegessen hat er ihn aber natürlich gerne. Ich könnte mal mit ihm reden. Das wäre Zeitverschwendung. Hört Köter denn auf dich? Auf mich? Nicht besonders. Er hat seinen eigenen Kopf und ich bin nicht streng genug. Ah, verwöhntes Biest. Ach, er kennt einfach nicht viele Kommandos. Aber um ein Stück Fleisch betteln, das kann er gut. Ja, die meisten, ne? Das kann mein Hund auch gut. Manchmal läuft er weg, aber er kommt immer zurück. Oft ist er den ganzen Tag fort. Ich glaube, er streunt gerne umher. Schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. Ja. Ja. Ich mag ihn, aber er erinnert mich zu sehr an Spitzer, weißt du? Ich will nicht immer an Scarlett denken. Aber... Ja, kann ich verstehen. Vielleicht magst du ihn ja mitnehmen. Ich? Ich? Okay. Ja, why not? Ich kann dich ja gut verstehen. Er ist ein feiner, liebenswerter Hund. Bei dir wüsste ich ihn in guten Händen. In der Schmiede hatten wir nie einen Hund. Wir brauchten keinen. Komm schon. Er hat niemanden. Na gut. Na schön. Ich nehme ihn. Er wird mich unterwegs bei Laune halten. Hab Dank, Heinrich. Na los, geh zu ihm. Das heißt, ich habe jetzt einen Hund. Treib dich irgendwo hier herum. Hallo, hey, Hund. Köter. Hä? Kennst du mich noch? Na, offensichtlich kennt er mich noch. Noch? So beantwortet. Na dann komm, wir werden dicke Freunde, wirst sehen. Ja, glaube ich auch. Folge mir. Fortan hast du einen vierbeinigen Gefährten, der dich beschützen und dir auch anderweitig helfen wird, sofern du dich gut um ihn kümmerst. Du kannst mit ihm reden, ihn füttern, am besten mit Fleisch und ihm Kommandos geben und ihn mit Lob belohnen. Benutze den Zeiger, um deine Hand mit dem X wie bei Fuß geben, okay. Zudem hast du die neue Fähigkeit Hundeflüsterer. Sie legt fest, wie gut du deinen Hund ausbilden kannst und welche Kommandos dir für ihn zur Verfügung stehen. Cool. Du erhältst Erfahrungspunkte, wenn du die Kommandos anwendest oder im Tab Gefährten erhältst du einen Überblick über die Werte. Okay, da fehlt irgendwie was. Wobei Folgsamkeit der wichtigste Wert ist, da er ausschlaggebend dafür ist, ob dein Hund dir gehorcht. Mit jeder Verletzung sinkt der Wert und auch, wenn du deinen Hund für längere Zeit vernachlässigst. Wenn der Folgsamkeitswert deines Hundes niedrig ist, befolgt er nicht mehr alle Kommandos, sinkt der Wert auf 0, läuft der Hund dir weg und kehrt erst nach einiger Zeit wieder zurück. In dieser Zeit kannst du ihm keine Kommandos geben. Okay. Je höher der Folgsamkeitswert deines Hundes ist, desto bessere Werte hat er. Er kann dich und sich selbst besser verteidigen. Verursacht bei Gegnern höheren Schaden und läuft nicht so schnell weg. Oh, cool. Es ist effektiver, dies regelmäßig zu tun, anstatt in kürzerer Zeit mehrere Male hintereinander. Na gut. Okay. Das heißt, ich habe jetzt einen Hund. Okay. Wie gebe ich ihm denn jetzt Kommandos? Bei Fußköter. Cool. Macht er das dann jetzt auch? Aktuelles Kommando Lauf frei. Okay, aber ich kann ihn nicht ausstatten. Ach guck mal, ich habe ja noch ganz viel Zeug für den Müller dabei, sehe ich gerade. Tschüss. Okay, das können wir, wo wir gerade schon mal hier sind, einmal alles verkaufen. Außer die. Werden wir mal kurz einmal alles los hier. Ja. Ja. Und dann müssen wir uns unbedingt auch nochmal Pferderüstung angucken. Alter, das ist ja voll viel. Krass. Das habe ich durchgelesen. Was ist das denn da? Stärke 15 ist sogar voll machbar. Wiesel, okay. Fliegen wie ein Wiesel.
Hab ich auch gelesen. Neue Schatzkarte. Wer braucht Schlüssel, Wolfszähne und Würfel für ungerade für gerade Zahlen? Ich spiele meistens mit ungeraden Zahlen. Oh. Bum, 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 bum. Ey, lauf nicht weg. Ich hab Zeug für dich. Bitte nicht weglaufen. Bitte nicht weglaufen. Na, bitte. Bursche? Beste genau, hier. So, verkaufen. Waffen, was haben wir denn da Feines? Also das kann weg, das kann weg. Der kann nicht weg. Der muss wieder rüber zum Pferd. Der kann allerdings weg. Einer der Fackeln kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Das kann weg. Rüstungen. Das Ding kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann alles erst einmal weg. Kaufen wir alles erstmal schön, erstmal alles weg damit. Alter, das ist voll viel Zeug. Ich hab ja wieder so viel Kram gesammelt auf meinen Reisen hier, ey. Was, wie viel Geld das schon wieder ist, ey. Hammerhart. Ach, guck mal, die Salami kannst du auch haben. Die ist zwar nichts mehr wert, aber I don't know. Brauche ich halt nicht. Schmeißen wir mal. Ich mach so ziemlich nie Alchemie. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, das selber zu machen. Das habe ich, genau, über Trunksucht. Warte mal, das hier ist Taschendiebstahl 5. Habe ich nicht, ne? Werde ich wahrscheinlich auch nie erreichen. Dann hast du noch 3 Disteln. Klingt wie ein Wiesel, habe ich gelesen. Den Höhlenpilz, der kann weg. Das Johanniskraut kann weg. Der Löwenzahn kann weg. Das Ding habe ich gelesen. Die Minze kann weg. Der Salbei kann weg. Die Schatzkarte kann weg. Die Tollkirschen können weg. Der verzierte, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Sehr gut. Okay, wir kriegen nochmal 4.500. Schmeckt mir doch sehr gut. Okay. Füttern habe ich. Mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich hab gar nichts für dich, Lul. Ja, Theresa, ich muss mal einmal frech sein. Ich mal einmal in euren Vorräten umgucken. Okay, besser nicht. Aber ich könnte dich mal loben, Köter. Wo bist du denn? Köter! Loben. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Toll. Andere Kommandos? Bei Fuß? Hier, bei Fuß. Macht er das jetzt? Bei Fuß. Weicht dir nicht von der Seite und folgt dir auf Schritt und Tritt. Er reagiert dabei nicht auf etwaige Einwürfe, selbst dann nicht. Du kannst ihn jedoch andere, nach wie vor andere Kommandos geben. Okay, das heißt, er läuft mir jetzt erstmal nach. Das ist gut, das ist genau das, was wir wollen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwo Essen auftreibe für das Vieh, ne? Mal gucken, haben wir... Ich kann ihm auch einfach Wildfleisch oder sowas geben. Das wäre doch auch sehr chillig. Also ich brauche erstmal nichts essen. Ich bin erstmal ausgestattet, was Essen angeht. Da kommt er. Kann ich jetzt, also warte mal, ich sehe jetzt bei den Gefährten Hund, der macht jetzt gerade bei Fuß. Info. Okay, er läuft gerade bei Fuß. Vielleicht kann ich ihn ja auch anweisen irgendwie... Verkaufst du denn? Du verkaufst leider nur Gemüse. Ich bräuchte einen Fleischer. Haben wir hier so was? Ah. Gucken wir mal, ob die Händler hier vielleicht sowas haben. Okay, der hat seinen Laden hier schon zugemacht. Gucken, wie es mit dir aussieht. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Perfekt. Okay. Offenbar ist der auch schon weg. Ah, Freunde. Wir brauchen was zu essen für das Tier. Ich will dir noch was kaufen. Ah, kann man dir nichts mehr kaufen. Tja, Köter.
machen wir denn jetzt mit dir? Oh, guck mal, jetzt Käse. Das können wir dem doch bestimmt geben. Da freut er sich doch bestimmt. Wo ist er denn? Ah, da. Komm mal her. Ach, der wird mir sogar auf der Map jetzt angezeigt. Das ist ja praktisch. Sieh mal, was ich für ganz lecker. Kein Kek. Der nimmt keinen Käse? Okay. Also das heißt, ich kann den tatsächlich nur mit Fleisch füttern. Das macht es natürlich schwieriger. Wer sonst irgendwas Brauchbares? Selber. Gehen wir einmal hier hoch. Ja. Offenbar sieht das nicht so aus, als wären hier noch irgendwo brauchbare Sachen zum Klauen. Ja, ich komme ja schon wieder. Geh doch mal beiseite hier, Kerl. Okay. Hier ist auch falsch. Ich will dem Hund jetzt was zu essen besorgen. Karotte, Kohl. Brandwein, Met. Brot, Zwiebel? Gibt's hier kein Fleisch in dieser Met? Toll. Das ganze Königreich und kein einziges Stückchen Fleisch, ey. Was ist denn für eine Verarsche? Ah. Tja, machen wir ihn da jetzt am besten. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal wieder runter. Ich wollte sowieso einmal schlafen. Gucke ich, dass ich mir morgen irgendwie was erhandle.